Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen aus Wismar zur 381. Sendung von Sport in Schwerin. Sport in Schwerin, richtig, der SV Grünwald Schwerin ist zu Gast bei der TSG Wismar. C-Jugend steht auf dem Programm. Und es ist ein spannendes Spiel, es ist das West-Mecklenburg-Derby, wo es auch darum geht, ein kleiner Konkurrenzkampf zwischen dem Ausbildungslager Schwerin und Wismar. Und wie das ausgeht, das schauen wir uns jetzt an. Und auf geht's in Spiel hier vom Kommentatorenplatz, die TSG Wismar mit Anwurf. Ah, gute Abwehrarbeit auf Schweriner Seite. Vorgerückter, leicht offensiver Abwehr. Beginnt grün-weiß. Das sieht schon gar nicht schlecht aus, sind hellwach im Spiel. Schönes Kreisanspiel, gut aufgepasst. Und der erste Angriff jetzt für Grün-Weiß-Schwerin. Auch Wismar mit einer offensiven Deckungsvariante. Fuß. Spiel vom Schiedsrichter auch so gesehen. Und der erste Wurf von außen, Pfosten. Ja, jetzt, trotz des Fehlwurfs Applaus vom Trainer. Das war gut ausgespielt und die Situation muss man auch mal nehmen. Ganz schön zu tun gehabt beim Zupacken. Oh, schöne Finte. Ich dachte, es gibt Abwurf. Schöne Idee, die offensive Deckungsvariante da auszuspielen. Verliert dann aber den Ball. Und das 1:0 für Grün-Weiß-Schwerin. Ausgespielt über die Außenposition. Ja, und Wismar die halbrechte Position aus dem Spiel genommen. Jetzt Wismar von außen 1:1. Erste kleine Lücke im Abwehrverbund von Grün-Weiß-Schwerin. Schön schnell gespielt, traut sie sich nicht selber zu gehen. Schnelles Spiel bis hierher. Und da kommt so nicht zum Wurf. Muss ein bisschen mehr Zug rein. Ne? Dann ist es eine große Möglichkeit. Das Kreisanspiel gelingt nicht. Gut. Schlecht gefangen. Und Schwerin mit Tempo und hat den Blick in die andere Richtung richten müssen und das gibt gelbe Karte völlig zurecht. Und wusste sie sich nur noch mithalten zu helfen. Und schön am Kreis durchgesetzt. 2:1 für Schwerin. Thank you.
Na. Nichts gewesen. Sind mir ausgerutscht, als wirklich gefallen, oder? Jetzt gibt es doch gelbe Karte. Gegen Schwerin 97, Sophie Herzer. Und der Wurf geht ins Niemandsland. Und da ist die Lücke da, die sieht sie. Und jetzt gibt's gelbe Karte. Nochmal. Gegen Wismar haben sie den Vorteil durchaus weggepfiffen. Und jetzt muss das Spiel muss natürlich angepfiffen werden nach der gelben Karte. Hier wird passiert. Weiter geht's. Und Wismar behält da die Oberhand. Hat den Schwung abgebrochen, dann muss er mit Schwung durchbrechen. Dann die große Chance zum 2-2. Finde, schwacher Pass. Und er ist weg. Ja, Wismar tut sich schwer mit der guten Abwehrarbeit von Grünwald Schwerin. Und die kommen jetzt mit viel Tempo über die Außen. Glück war nicht da. Wieder außen wäre die Möglichkeit gewesen. Steht sie völlig frei. Das Kreisanspiel gelingt nicht. Ansonsten mit gutem Tempo vorgetragen, dieser Angriff. Die Idee sehr gut, hat er sich schön abgesetzt. Und dann Fuß. Und der Pass nach außen, richtig. Und das Tor für Grünwald-Schwerin. 3-1. Da haben sie ihr Tempo mal wirklich ausgespielt, den Freiraum genutzt. Und erzielen so die erste 2-Tore-Führung. Und schöne Finte. Da haben sie die Finte genutzt, hat übernehmen, übergeben nicht funktioniert auf Schweriner Seite. 2-3. Und 7 Meter Entscheidung für Schwerin. Und der erste 7 Meter im Spiel sicher verwandelt. 4-2 für Schwerin. Schnell ausgeführt. Idee gut, Ansatz auch gut. Es gibt wieder Freiwurf für Wismar. Aber nicht ganz zu erkennen. Ach, da war noch eine Spielerin dran. Es gibt Einwurf von der Ecke. Oh, deutliche Anweisung auf dem Spielfeld. Erstmal der Konter von Schwerin. Schön gespielt. 5-2. Und da hat die Außenspielerin scheinbar die Variante nicht mitgelaufen. Nicht mit reingelaufen. Du kannst dich hinter dem Spieler stehen. Sagt sie. Ja gut, wenn man dann eine Variante einspielt und die Spielerin löst sich mit, dann werden die Mitspieler sauer. Und das war einfach schön ausgespielt. 3-5. Haben wir in Tempo gekommen, aber da war keine Lücke. Hätten sie dann vielleicht ein wenig das Thema, das Tempo rausnehmen müssen eben aus dem Spiel.
Und schön wieder eine Hand dazwischen. Und der dahinter dann schwer zu fangen. Das Kreisanspiel, das ist ein bisschen blind. Und wieder ist der Ball weg. Es fehlte ein wenig die technische Sicherheit auf Wismarer Seite und das war klasse gemacht. Schöne Lücke genommen und den Ball sicher am Tor versenkt. 6-3 für Schwerin. Dafür kann es auch 2 Minuten geben. War zwar nicht einfache Tor für Wismar. Ball war durchaus haltbar. Um auf die Situation eben zurückzukommen. Sie geht da schon zum Ball. Ist natürlich keine wirkliche Absicht. Natürlich will sie den Ball dabei nicht treffen. Aber aus dem Reflex heraus. 7 Meter Abwehr im Kreis. Und auch der zweite 7 Meter sicher verwandelt. Spielstand 4-7. Ah, der Ball abgefälscht. Sich die Torhüterin schwer. Ja. Oh, fast gut gelöst. Jetzt der Kreis, schöne Finte. Und Freiwurf. Jetzt über außen. Schön die Möglichkeit gesucht. Kreis gespielt. Und das Tor. Das war die Kreisläuferin einfach viel aufmerksamer und will den Ball mehr. 8-5 für Schwerin. Da gibt's. Ja, wenn Schwerin dieses Tempo durchhalten kann, das Spiel über, dann wird es sehr schwer für die TSG Wismar. Die Punkte in eigener Halle zu behalten. Ich habe jetzt schon ein wenig das Gefühl, und bis man den Ball bekommen. Und es gibt 7 Meter für Wismar. Da hat sie gerade den Schuh ausgezogen. Und erste 7 Meter für die Heimmannschaft. Ganz sicher verwandelt. Schöne Finte, ganz klasse Tor. Wieder die Bewegung nicht gepasst. Macht sich Unzufriedenheit bereit.
Ey, Wismars Spielmacherin. Freiwurf für Schwerin. Setzt die Finte an, die vorhin schon mal so gut funktioniert hat. Am Mitspielerin rückt nicht ein, macht den Weg nicht frei. Und dann ist kein Platz da, um die Finte zu spielen. Oh, klasse gespielt. Da muss sie ein bisschen mehr Schwung entwickeln. Mit mehr Schwung kommen. Das wäre eigentlich ihre Chance gewesen. Da waren sie eigentlich durch, lässt dann den Ball fallen. Unnötigerweise. Und Fangfehler und der Tempo-Gegenstoß. Der TSG sicher verwandelt. 7-9. Und wieder ist sie dazwischen. Und so kann sich ein Spiel auch ganz schnell in eine andere Richtung entwickeln. Aber es war sehr gut verteidigt. Spitzelt ihr den Ball aus der Hand. Ballgewinn für eigene Mannschaft. Und ich denke, das war jetzt das richtige Mittel, das Spiel zu beruhigen, einmal ruhig aufzubauen. Auf Schweriner Seite. Schrittfehler gepfiffen. Oh, schön rückt sie da ein. Der Kreis schön nachgerückt. Die Lücke genug gefunden und versenkt. Und siehe da, Wismar rückt an. Bis auf ein Tor. 8-9. Und wieder hat sie die Hand dazwischen. Das müsste nur inzwischen auch bei Schwerin angekommen sein. Sophie Herzer, klasse Wurf aus dem Rückraum. Das war eine sehr gute Antwort. Das Lächeln auf ihrem Gesicht und die Geste des Trainers. Hab's doch gesagt. Man muss ab und zu auch einfach mal auf den Trainer hören und da muss sie die Hände weglassen. Uff. Freiwurf, das im Wurf an, das kann auch 2 Minuten 7 Meter sein. Oh, das war ein klasse Wurf jetzt auch auf der Seite von THSG Wismar. Und genau oben ins Eck reingepasst. Jetzt schleichen sich aber auch Unaufmerksamkeiten ein bei Grünwald Schwerin. Und wieder Sophie Herzer, klasse. Jetzt hat sie den nötigen Schwung. Jetzt traut sie sich. 11-9. Oh, klasse Kreisanspiel, klasse am Kreis ausgespielt. Auch die TSG Wismar ein Spiel gefunden. Und da beweist sich eigentlich eine alte Handballerweisheit. Über die Abwehr findet man ein Spiel. Genau das hat die TSG Wismar getan. Schöne Finte. Aber das war dicht. Alle eingerückt. Kein Durchkommen. Stürmerfoul entschieden. Und dann konnte der TSG 7 Meter. Und keine 2 Minuten. Und
Der nächste Versuch beim 7 Meter. Und das Tor hat nicht gezählt. Wofür können wir sagen? Ich nehme an, seinen Fuß bewegt und er schlecht übertreten. Klasse Anspiel. Das war richtig gut gespielt. Den Wurf angetäuscht, den sie sich jetzt mehrfach genommen hatte. Erfolgreich genommen hatte. Und dann das Kreisanspiel gesucht. 12:10 noch 5 Minuten in Halbzeit 1. Ball ist weg. Wusste die TSG Wismar aber auch nicht, wo sie hin sollte. Schön durchgespielt. Muss sie weiterspielen, sagt der Trainer, oder wie er es ausdrückt. Den musst du ablegen. Genau so hat er es gemeint. Und genau der Ball ist drin. 13:10. Und genau das umgesetzt, was der Trainer vorher gefordert hatte. Und wieder der Ballgewinn für Mais Sparin. Der Pass kommt an die Latte. Kreis gelaufen. Die Kreisspielerin hatte sich eigentlich schön abgesetzt. Aber den Verwirrungsmoment konnte Wismar nicht nutzen. Anspiel zu spät. Und dann steht im Kreis bei Babel Sparin. Gegen zwei. Mit dem Kopf durch die Wand. Das kann nicht funktionieren. Und schön den Außen wieder eingesetzt, übertreten. Aber guter Wurf. Wieder das versuchte Kreisanspiel. Hat sich Schwerin scheinbar jetzt drauf eingestellt. Es funktioniert nicht mehr. Und eine Einzelleistung muss her. 11:13. Der Ball konnte nichts werden. Da hat der Schwung schön zugestellt. Auch da, das muss man sagen, das spielt den Sperriner Spielerin. Was wir jetzt genau sehen, der Pass nach außen, der kommt auf der linken Seite noch zu selten. Was aber rechts jetzt schon gut funktioniert. 14:11. Ich denke mal, wir werden jetzt noch eine Kreisvariante sehen. Der TSG. Genau so ist es. Vorher von der Mittelspielerin angesagt. Macht den Treffer. 12:14. Ja, Fuß auf Schweriner Seite, aber die wird da gehalten. Dementsprechend Freiwurf richtig. Schön. 7 Meter. Klasse Kreisanspiel und es gibt den 7 Meter.
Und der Wechsel für den 7 Meter. Und der Treffer. 3-Tore-Führung. 12 Sekunden vor dem Ende von Halbzeit 1. Der Blick an die Anzeigetafel. Sie muss werfen. Sie hat geworfen. Und das war's. Halbzeit zwischen der TSG Wismar und dem SV Grün-Weiß-Schwerin. 12 zu 15. Grün-Weiß-Schwerin. Schwerin führt mit 15 zu 12 nach der ersten Halbzeit. Haben eine gute erste Halbzeit gespielt. Ich habe mir jetzt ein wenig Unterstützung geholt von Frank, der uns mal ein bisschen erklären wird, was da abgeht. Und ja, Frank, deine Tochter spielt gleich mit der 7, gerade verworfen. Was hat sie falsch gemacht? Ja, sie hätte ihn einfach reinmachen müssen, würde ich sagen. Ne? Und jetzt hätte sie besser aufpassen müssen. Ja, das sieht der Trainer, Bürger genauso, könnt ihr jetzt nicht sehen, liebe Zuschauer. Hat sie sich gleich zur Brust genommen. Aber sowas passiert in der C-Jugend. Man lernt ja noch. 13-15. Ah, passives Spiel angezeigt. Jetzt muss sie durchgehen. Ah, die letzte Situation. So, rein das Ding. Ah, so wie er scheitert, hat sie nicht den Schwung. Genauso hat sie angefangen in der ersten Hälfte. Mit zu wenig Schwung. Wurde im Laufe der Halbzeit besser. Definitiv. 7 Meter, Würfel kam später Pfiff. Und 7 Meter Nummer 3 für die TSG. Und der dritte Treffer. Ja, du wirst ja, Frank, du wirst ja dann öfter die Spiele von der C-Jugend von Grün-Weiß beobachten. Fängt Sophie immer quasi mit kaltem Motor an? Ich bin natürlich bei jedem Spiel dabei, aber eigentlich habe ich den kalten Motor bislang gar nicht gesehen. Ich denke mal, wir müssen den Mädels doch zugestehen, dass sie auch mal ein Ding nicht reinmachen, so wie jetzt gerade wieder, meine Tochter. Aber ich denke, das wird noch. Wir führen da noch mit einem. Ja, so ein Handballspiel ist ja lang. Wir haben noch knapp 22,5 Minuten zu spielen in der Halbzeit 2. Da kann noch einiges passieren. Es war aber besser gespielt jetzt von der TSG, der Ausgleich. Und Grün-Weiß stand von 15-15 ohne Tor in der zweiten Hälfte. Nach knapp 3 gespielten Minuten. Und auch da. Und mit etwas mehr Schwung raufgehen, die Lücke, die da ist, nutzen. Nach außen. Am Tor vorbei. Wieder eine Variante gespielt und die Führung für die TSG Wismar. 16-15. Diese Entwicklung war nach der ersten Halbzeit nicht unbedingt zu erwarten. Jetzt Freiburg für die TSG gepfiffen. Es ist noch einige breite Sorgenminen hier zwischen den Eltern. Und Fans der SV Grün-Weiß-Schwerin. Was? Ja. Jetzt einmal schön die Abwehrarbeit. Weiter gespielt. Oh, und der Ball muss natürlich ankommen. Von der Idee her natürlich richtig gespielt. Aber es ist Nervosität im Spiel jetzt bei Grün-Weiß.
Nicht nur da, auch bei den Eltern. Ja, das merkt man nicht. Sitzen hier vor uns versammelt, Frank neben mir. Da ist man nervös. Da war kein Platz. Und jetzt Wurf aus dem Rückraum. Guter Block. Schön mit Tempo gespielt. Klasse an den Kreis. 16-16. Schauen wir mal, ob das Eis jetzt gebrochen ist. Auf Schweriner Seite. Den haben sie sich in dem Stil erspielt, wie sie auch in der ersten Halbzeit immer wieder zu Toren kommen konnten. Das schnelle, direkte Spiel. Was eigentlich den Unterschied ausmachte. Schwerin etwas schneller das Spiel gestaltet hat. Und 7 Meter. Komm, Eddie! Da wusste aber auch nicht mehr, wohin mit. Und 7 Meter Nummer 4. Sicher verwandelt. 17-16. Etwas zu dicht auf der Abwehr. Vielleicht auch der Seitenwechsel jetzt mal angebracht. Bewegung in der Abwehr dabei. Auch wenn es ein schöner Wurf war, vielleicht der Pass ein weiter doch angebrachter gewesen. Und die Chance für Wismar jetzt das erste Mal im Spiel mit 2 Toren in Führung zu gehen. Und Pfostentreffer. Ah, da gibt es eine Streitigkeiten. Das gab einige Meinungen, dass es doch ein 7 Meter wäre. Und habe ich auch so gesehen. Da muss sie die Hände weglassen. Aber auch hier dürfte gleich das passive Spiel folgen. Genau, das ist das Zeichen der Schiedsrichter. Und die TSG hat das scheinbar noch gar nicht richtig gesehen. Oh, was für ein Tor! Der passt aber genau oben ins Eck. 18-16. Und jetzt sehen wir einen Torwartwechsel noch bei Grün-Weiß Schwerin. Sehen das nicht? Und Auszeit? Genommen. Wir sind nicht ganz sicher. Nein, ich glaube, der Kampf. Jetzt mal einen Platz. Ja. Der. Und, nee, es gibt Wechselfehler. Es gibt einen Wechselfehler. Es gibt 2 Minuten gegen. Grün-Weiß-Schwerin. Ja, jetzt haben sie es auch mal drauf. Die Torhüterin muss wieder raus, die gerade eingewechselt wurde. Na, jetzt sind sie sich nicht ganz regeleinig. Es gab einen Wechselfehler. Und ja, deswegen Ballbesitz für die TSG Wismar. Waren sie sich im Moment uneinig, die Schiedsrichter? Das ist natürlich eine schwierige Situation für Grün-Weiß-Schwerin. Mit der Hand dran. Es gibt Freiwurf für Wismar. Oh, Arme! Oh.
Und die hatte jetzt mit der Hand einmal am Ball. Hat sie selber die Möglichkeit gehabt zu gehen. Und trauen sie sich nicht. Jetzt ist schön außen rausgespielt. Und der Treffer für Grün-Weiß-Schwerin in Unterzahl. 18-17. Ja, manchmal kann so eine Unterzahl auch wachrütteln. Gute Abarbeit bei Grün-Weiß-Schwerin. Eineinhalb Minuten der Unterzahl bereits um. Ein etwas unmotivierter Wurf. Also eine klasse Verteidigungsarbeit bei Grün-Weiß-Schwerin. Und jetzt sind sie wieder komplett. Und der Ball zu weit. Oh, eine Wismarerin ist da liegen geblieben. Ja, hat sich scheinbar was abbekommen. Ein bisschen erste Hilfe geleistet, ein bisschen mütterliche Fürsorge. Und dann hat sie sich vom Schreck erholt und dann geht's weiter. Das war knapp, kommt der Pass, kommt an und der Ausgleich für Grün-Weiß-Schwerin. Da haben sie sich an der Unterzahl aus dem eigenen Sumpf gezogen. Karte gegen Grün-Weiß-Schwerin. Hat sie sich wehgetan, aber da geht sie direkt so rein. Ja, wo wollt sie denn da hin? Sie wurde ja quasi gehalten. Da ist sie auf den Ellbogen gefallen. Ja, es geht auch weiter für sie.
Das erste Mal, dass ihr da auf der Außenseite durchgeht. Und so viel Herzer. Oh, später 5-2-Minuten-Entscheidung gegen die TSG Wismar. Die erste Überzahlsituation jetzt für Grün-Weiß-Sporin. Sollten jetzt vielleicht noch mehr ihre Geschwindigkeit ausspielen. Sich die Lücke suchen. Ja, jetzt über die Außen, richtig. Es gibt Einwurf für Schwerin. Stürmer, Foul entschieden. Und den Schiedsrichter an. Ja, und die Anweisung jetzt vom Trainer über die Außen. Er zeigt an den Ohren vorbei werfen, also auf Kopfhöhe. Dann soll natürlich nicht der Kopf getroffen werden, sondern gute Abwehrarbeit, sondern sie soll einfach höher werfen. Und er konnte, oh, das hat wehgetan. Keine persönliche Bestrafung. Es gibt nur Freiwurf. Schön jetzt gespielt. Den Ball muss sie mitnehmen. Hervorragend gehalten, es gibt 7 Meter. Und gelbe Karte. Und der Ball ist drin. Und die Führung für Grün-Weiß. Schwerin, 19-18. Verliert sie den Ball. Und das war am 30 schön durchgesetzt. Obwohl sehr, sehr eng. 2 Tore Führung für Grün-Weiß-Schwerin. 18-20. Verliert sie den Ball, ist der Schwung raus. Das war schön gespielt. Kiss den Ball unterwegs. Aber richtig gespielt von der TSG. Und von außen der Treffer. Von Grün-Weiß-Schwerin haben sie schön freigespielt. 3 Tore Führung für Grün-Weiß. Come on.
passives Spiel angezeigt. Es muss Wismar abschießen. Jetzt haben sie die Möglichkeit, nochmal zu werfen. Der Block oder die Mauer, die sie da gestellt hatten, auf Schweriner Seite, die war ziemlich löchrig. Aber die Torhüterin hat aufgepasst. Und die Chance auf 4 Tore wegzuziehen. Schön außen rausgespielt. Jetzt hat sie mal hochgeworfen. Scheitert wieder. Jetzt die andere Seite und es gibt 7 Meter. Nee, es gibt keinen 7 Meter. Hat sie sich ein wenig wehgetan? Scheint sie sich doch etwas wehgetan zu haben. Hält sich den Oberschenkel. Hoffen wir drauf, dass es nichts Schlimmeres ist. Ja, war eigentlich nicht so die Lücke. Schrittfehler, nehme ich zumindest an, dass sie gepfiffen haben. Und wissen wir, da wäre ein wenig mehr genau das erforderlich, nämlich Bewegung vom Kreisspieler. Der Ball war nicht drin, es gibt 7 Meter. Und 7 Meter, Nummer 5 für die TSG. Und zum 5. Mal verwandelt. Wieder schön aus, rausgespielt und diesmal passt da oben. Die Idee ganz gut, den Freiwurf schnell zu nutzen, aber da haben ihre Mitspielerin nicht mitgedacht. Sah vorher schon nach Schrittfehler aus. Na, es geht weiter. Jetzt über die Außen. Hat sie Glück, dann musste die Hände weglassen. Ball aber gehalten, sie kam noch zum Wurf. Der Ball ist weg. Und Fuß durch die TSG Wismar. Haben wir sie bis hier oben gehört. Passgeschwindigkeit erhöhen, schneller spielen auf Schweriner Seite. Soll das Rezept sein, das Spiel hier unter Dach und Fach zu bringen. Hängt 2 dran. Da waren auch nirgendwo hin. Da haben sie gut zugemacht auf Wismarer Seite.
Er hat über außen gespielt, schön gespielt. Und gut gehalten. Für Wismar nach dem Fußspiel. So viel Herz mit dem Herzen zugreifen und der Tempo-Gegenstoß von Grün-Weiß-Schwerin. Erfolgreich abgeschlossen. 4 Tore Führung bei nicht mal mehr 4 Minuten. Zu spielen in Minuten und jetzt gibt es Auszeit genommen von der TSG Wismar. Über den Kreis spielen, so das Rezept der TSG Wismar jetzt für die letzten 3,5 Minuten. Na, sie müssen sich was einfallen lassen, wenn sie dieses Spiel noch gewinnen wollen. Auch eine Möglichkeit wäre natürlich die Manndeckung in der Abwehr. Allerdings stelle ich mir schwierig vor gegen die schnellen Schweriner. Ein Herzer mit dem Tempo-Gegenstoß und dem Treffer für Schwerin. Dann sind 2,5 Minuten noch 5 Tore vor für die TSG, für Grün-Weiß-Schwerin gegen die TSG. Und Ballbesitz für Grün-Weiß. Und wenn der Angriff zum Erfolg führt, spätestens dann ist hier der Deckel drauf. Das über die Außen gespielt und auch in ungewöhnlichen Positionen treffen sie dann 19:25 die Entscheidung. Auch wenn das ein toller Treffer war. Und jetzt Tempo rausgenommen, einmal der ruhige Aufbau. Richtig, und Model lautet Passgeschwindigkeit. Der Ball ist weg, das kann passieren. Tempo Gegenstoß, schön ausgespielt. Und der Treffer für die TSG. 21:25. 1 Minute noch zu spielen. Am Ende können wir sicherlich sagen, dass durchaus die bessere Mannschaft hier gewonnen hat. Grün-Weiß-Schwerin über die größten Phasen des Spiels. Einfach schneller, etwas wacher, etwas besser einfach.
einer etwas besseren Anlage. Auch wenn nicht alles funktioniert hat, auch wenn einiges natürlich schief geht im Laufe so eines Spiels. Gab es bei Wismar einfach viel weniger Ansätze, dieses Spiel gut und erfolgreich zu gestalten. Viele Einzelleistungen. Auch. Da auch hier wird man es gleich nochmal sehen. Haben sogar gehalten den Ball nochmal in den letzten. Mit 25:21 gewinnt der SV Grünwald Schwerin hier gegen die TSG Wismar. So, das Spiel ist beendet. SV Grünwald Schwerin gewinnt im Auswärtsspiel bei der TSG Wismar. Ich habe jetzt beide Trainer bei mir. Ich wende mich erstmal an die Heimmannschaft. Hat nicht ganz gereicht. Was hat gefehlt der TSG? Ja, zuerst möchte ich natürlich meinen Glückwunsch aussprechen. Hat nicht ganz gereicht. Ja, gut. Klingt wie eine Entschuldigung, wenn man sagt, wir waren ein bisschen geschwächt letzte Woche alle mit Magen-Darm-Grippe, aber wir wollten das Spiel nicht absagen. Zu Hause hatte ich noch so gedacht, Minimalziel ein Punkt wäre sicherlich drin gewesen, wenn nicht zu viele technische Fehler gewesen wären. Wobei ich sagen muss, dass Schwerin für mich eine ganz starke Leistung abgelegt hat. Ja, das haben wir ganz ähnlich gesehen. Geben wir das Kompliment gleich weiter. Ich habe auch über viele Teile des Spiels etwas gesehen, was sehr selten ist im Handball, einen zufriedenen Trainer. Oder haben wir uns da geirrt? Doch, im Großen und Ganzen war ich eigentlich zufrieden. Ich sage mal so, wenn die Mannschaft schnell gespielt hat, den Ball laufen lassen hat, hat man die Lücken gesehen in der Abwehr und da sind sie dann auch reingegangen in die Nahtstellen. Und so stelle ich mir das vor, so sollen sie spielen, so haben wir trainiert. Und ja, wenn sie jetzt weiterhin die letzten 8 Spiele haben wir, glaube ich, noch genauso spielen, denke ich mal, wird das eine sehr erfolgreiche Saison für uns. Ja, für die TSG, man hat dem Spiel durchaus angemerkt, dass so ein bisschen die Luft raus war, weil man das nicht ganz die Kondition da war, so möchte ich es jetzt mal nennen. Woran arbeitet man jetzt noch im Rest der Saison? Ja, erstmal hoffe ich, dass alle Mädchen sich wieder erholen, dass wir dann vernünftiges Training machen können. Wenn 3, 4 jetzt gefehlt haben die ganze Woche, kann man natürlich mit dem Rest auch nicht so gut arbeiten, wie man sich das vorstellt. Aber ich denke mal, wenn alle wieder fit sind, dass wir dann auch wieder ein bisschen besser mitspielen können. Und ich denke, insgesamt ist diese Serie spannender als zuvor, weil bislang so, wenn wir die Jahre zurückdenken, hatten wir immer eine Mannschaft, die so richtig durchgezogen ist. Und hier diese Serie ist eigentlich so, dass wir immer schon Ergebnisse hatten, wo wir dann erstaunt waren, wo jeder jeden schlagen kann. Und es ist recht interessant dieses Mal. Ja, interessante Nachwuchsarbeit. Wie sieht an sich die Nachwuchsarbeit aus bei der TSG Wismar? Also eigentlich können wir zufrieden sein, was jetzt so von unten hochkommt. Erstmal von der Masse her. Wir haben jetzt auch im Mini-Bereich schon angefangen, locker über Bewegungsarbeit, Ballspiele jetzt ab 4 Jahre. Dass man sie langsam ranführt, kann man natürlich jetzt so nicht nachvollziehen bis nach oben hin. Man hat immer zwischendurch Abgänge, aber man hofft doch, dass der ein oder andere den Sprung irgendwann in die Frauenmannschaft reinschafft. Ja, Frauenmannschaft, das wäre auch das Stichwort für Grün-Weiß Schwerin. Wer hat das Zeug dazu, mal da reinzustoßen aus deiner Truppe? Einige. Also das ist, denke ich mal, jetzt eigentlich erstmal noch schwer zu sagen. Aus dem einfachen Grunde, wie entwickeln sie sich wirklich weiter? Dann kommt hinzu, gerade bei Mädchen, wo gehen sie studieren? Kriegen wir das hin, dass wir eine Lehrstelle für sie organisiert bekommen? Wenn wir das alles hinkriegen würden, also sprich die berufliche Perspektive, die Mädchen hier bieten könnten, dann denke ich mal 2, 3 Mädchen hätten auf alle Fälle das Zeug dafür. Namen möchte ich jetzt nicht nennen, weil das würde, denke ich mal, nur Unruhe reinbringen. Also im Großen und Ganzen denke ich mal, da wären einige dabei, auch von ihrer spielerischen Fähigkeit, vom Kampfgeist. Also da bin ich eigentlich auch im engen Kontakt mit dem Frauentrainer, logischerweise. Und mal gucken, was die Mädchen nächste Woche bei der DHB-Sichtung so bringen. Da sind 6 Mädchen, die heute da gespielt haben, eben mit dabei. Und ja, schauen wir mal, was die Zukunft einfach bringt. Ja, dann wünsche ich dabei viel Glück. Natürlich auch der TSG Wismar bei der Ausbildungsarbeit mit der weiblichen C-Jugend und auf eine erfolgreiche Restsaison.